Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Rivals. Ja, die Sonne geht gerade auf. Ich habe einen Papageien neben mir sitzen. Ich habe irgendwo hier auf dem Wasser ein Piratenschiff gefunden. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ihr seht, ich war hier einen Haufen erkunden. Ich wollte den Vampirwald finden, ne, für die Vampirism-Mod. Hier unten ist er. Riesiger schwarzer Wald. Mega groß, mega viele Drachen, mega cool. Aber in der heutigen Folge will ich mir die Drachenrüstung machen. Na, wo war ich? Da, die Liria. Ich habe auch noch ein bisschen weitergebaut. Ich zeige euch jetzt am besten mal eine Timelapse, was alles passiert ist. So, genau, hier, ich habe diese coole Brücke gebaut, beziehungsweise ich habe sie dann noch nach der Timelapse ein bisschen weiter gebaut. Ich habe ja so Drachenschädel dran gebaut und auch da oben beim großen Hauptturm habe ich auch Drachenschädel jeweils dran gebaut, halt aus Stein so die Form nachempfunden. Kann ich mal kurz hochfliegen, ich habe auch die Beacons gefärbt, wie ihr sehen könnt, ja, und halt mit roten Augen. Und hier an den Seiten habe ich Dia-Blöcke benutzt. Jetzt habe ich keine Diamanten mehr. Und hier sind es Goldblöcke und auf der Seite sind es Emeraldblöcke. Ups, ich hoffe, man konnte sehen. Hier oben werde ich dann den Drachen ausbrüten. Beziehungsweise ich warte noch auf Niklas, bis der mal wieder Zeit hat zum Aufnehmen. Und dann werden wir zusammen den Drachen ausbrüten. Ups, das war natürlich sehr schlau. Und jetzt fehlt noch der Magierturm. Ich habe auch hier diese Brücke gebaut. Und jetzt wollte ich heute eben den Drachen dort unten, den da, erstmal töten, damit ich noch einen Haufen Blut bekomme, und da benutze ich noch diese Sirenenflöte. Ich habe nämlich diese Sirenen getötet und eine Träne von denen bekommen, und da kann man sich die Flöte draus machen, und die macht den Drachen für 10 Sekunden, also halt wird er verliebt, und während er verliebt ist, kann ich angreifen. Heißt, 10 Sekunden lang kann ich auf ihn eindreschen, ohne dass er mir was machen kann. Und das habe ich vor, gnadenlos auszunutzen. So, ich hoffe, ich erinnere mich hier noch richtig dran, und das war der männliche Drache. Ah, here we go. Okay, hier ist der Drache. Sehr schön. Ich habe mich auch schon mal lang gebuddelt. Genau. Where are you? Da. Und mit Flecken, das heißt, es ist ein männlicher Drache, sehr schön. So, ich will jetzt erstmal, schiebe ich mir meinen krassen Tank rein. Dann schieße ich ihn ab, bis er mich hier aus der Decke reißt. Und dann werde ich ihn mit dieser Flöte da einschläfern, wenn es hinhaut. Also Trank als erstes. Blub. Blub. Und Bogen raus. So, da liegt er. Auch mal wieder ein orangener Drache. Auf geht's. So, so viel Damage wie möglich mit dem Bogen versuchen. Ja, so ist schön, genau. Ich reiße jetzt wieder alles ein und es fängt wieder komplett an zu laggen. Ja, moin, dann. Hauptsache, ihn juckt's halt komplett gar nicht, dass ich hier bin. Finde ich gut, da muss ich die Flöte nicht benutzen. Und er reißt halt die Höhle ein. Es spawnen wieder überall 3 Milliarden Items.
Aber er kassiert die ganze Zeit gute Hits von mir. Ich habe auch noch einen Stärkeeffekt drauf. Ja, RIP an ihn. Hä? Okay, der war jetzt... Das war mit Abstand der leichteste Drachenkampf, den ich je hatte. Okay, Rumrennen ausrichten. Oh mein Gott, Feather Falling 4. Ich habe vorhin die ganze Zeit Sachen enchantet. Und ich habe nie ein Feather Falling 4 Buch bekommen. Und jetzt ist sie einfach jetzt in der Kiste drin. Oh Mann, ey. GG. Ja, moin, OP-Apfel. Bruder muss los, okay. Das war, glaube ich, jetzt die letzte Kiste auch. Hier ist schon alles gespawnt in der Zeit. Nice, war ich hier schon dran? Nö. Okay, doch nicht, letzte. Ja, also ein paar Knochen ist ja nicht wichtig. Ja, nice. Emerald Dinos. Oh, jetzt ist die Hitbox um Drachen im Weg. Ja, okay. Also, dann wollen wir jetzt mal den Drachen hüten. Ich will hauptsächlich, ups, sein, oh, die Tränke sind vorbei, sein Blut. Weil ich habe schon Schuppen und alles. Deshalb, ja, Blut sollte mir 10 geben. Yes. Ah, ne, 9 sogar nur. Okay. Gut. Dann packe ich das hier noch raus und jetzt kann ich seine Knochen nehmen. So. Und ein weiterer Schädel in der Drachensammlung. Lol, 20 Knochen nur, ist ja mager. Ah, okay. Hier sind nochmal Skripte drin. Ja, brauche ich nicht. Ich kann hier hinten jetzt noch meine letzten Fackeln placen. Und dann machen wir uns auf zum nächsten Drachen. Gut, also hier ist die nächste Drachenhöhle, die habe ich mal irgendwann entdeckt beim hier rumfliegen und erkunden. Keine Ahnung. Check, hier habe ich auch schon mal reingebuddelt. Einmal abchecken. Wo ist der Drache? Oh shit, was war das? Ach, ein Skelett verloren. Na komm her. Ah, Junge. RIP an dich. Ja, auch männlich und orange mal wieder. Trank. So. Zack. Ne, so. Schild her und selbe Taktik wie eben. Ich habe die Flöte sogar jetzt noch ready. Das kann weg. Dann habe ich eine bessere Sicht auf den Boy. Okay, auf geht's. Tschüss, Zombie, dich brauche ich nicht. Und den Vampir da hinten auch nicht. Und jetzt habe ich den Drachen getroffen, egal. So. Ja. Boy? Okay, du drehst dich hier unten im Kreis. Soll mir recht sein. Je weniger ich in den Nahkampf muss, desto besser. Weil im Nahkampf sind meine Chancen lange nicht so gut wie mit meinem Bogen hier. Mein Bogen hat ein unglaubliches Knockback. Er rennt die ganze Zeit auf mich zu und er ist tot. Oh mein Gott, zweiten Drachen geklappt. Easy. Ja, okay. Dann habe ich meine Flöte jetzt gar nicht gebraucht. Ja, trotzdem die jetzt mal benutzen. Wie wär's, wenn ich mal diesen Zombie hier... So, und er kann mir nichts machen. Jetzt ist er verliebt und steht da rum. 10 Sekunden lang bei einem Drachen ist es halt extrem nützlich. Digga! Huh. Puh. So, was ist jetzt gerade? Prentice, okay. Auch wieder rumrennen, ausleuchten. Gut, also, mal wieder alle Erze und so weiter mitgenommen. Dann würde ich jetzt sagen, gehe ich auch zu dem guten Mann. Ah, ne, ist gut. Nehme ich mal mit. Und ziehe ihm sein Blut ab. So. Lol, Female? Wait, what? Der hat doch gefleckte Flügel. Female? Lol. Ich will jetzt gerade hier mal die Flügel ausbuddeln. Lol, das ist echt ein Weibchen. Ja, moin. Uff. Okay, lustig. Dann mach ich's. Ah. Ja, dann hole ich mir ein Drachenei. Hä, ja, lol. Auf geht's, wenn es ein Weibchen ist. Ja, da ist ein Drachenei. Ein grünes. Geil. Ja, moin.
Ne, noch ein grünes. Da habe ich jetzt zwei grüne. Nice one. Heftig. Ich dachte, es wären Männchen hier. Ja, moin. Stufe 4 und ein Herz noch. Geilo. Ja, dann trotzdem. Auf zum dritten Drachen. Ach, und Leute, ich fliege hier gerade drüber. Und seht ihr das? Dieses schwarze Zeug. Er verschwindet wieder. Jetzt da die Hunter dieses Dorf kontrollieren. Was wir ja in der letzten Folge wieder gesehen haben. Ja, geilo. Oh, ich find diesen Turm so geil. Mit diesem Drachen, der sich da vorne drauf. Echte. Ja, und komplettes Standbild. Alles klar. So, hier wäre das zweite Podium ebenfalls mit einem grünen Drachenei. Ich hoffe, Niklas hat bald mal Zeit. Dann können wir die beiden Drachen gemeinsam ausbrühen. Also, ja. Hier ist übrigens mein kleiner Verzauberungstisch, Ecke, so, wo ich meine Bücher schon vorbereitet habe für die Drachenstahlrüstung dann. Jetzt habe ich ja nur die normale Drachenschuppenrüstung. Und ich habe jetzt vor, bei dem Drachen da vorne, wo der orange Ding ist, ich kann es auf der Map zeigen, das ist der hier. Das ist auch ein weiblicher Drache. Dort will ich die Schmiede jetzt hinbauen und für die Schmiede habe ich hier alles in dem Schalkerbox. Die nötigen Materialien. Und dann will ich mit der Schmiede, also den Drachen, der wilde Drache, der da unten ist, soll mir dann die Schmiede bitte antreiben. Und dann kann ich, wenn der Drache dann da das alles durchgeschmolzen hat, dieses Feuerblut hier mit dem Eisen, kann ich mir meine Rüstung machen und so weiter. Dann kann ich den Kill zusammen mit Niklas dann, dass der auch mal Drachen gekillt hat. Und dann können wir zusammen den Babydrachen ausbrüten und selber die Schmiede bepowern, weil ich kann jetzt nicht die Schmiede bepowern, ohne Drachen logischerweise. So, jetzt brauche ich noch 9 Eisen und dann geht's los. Ah ne, geht's noch gar nicht. Ich muss erst noch die nötigen Module craften. Ich brauche 1 Input und ein Core. So, genau. The Heart and the Flame, genau. So, und dann muss ich das ganze Dings da dann unten in der Höhle zusammenbauen. Und hier habe ich dann einen Haufen Blut und einen Haufen Eisen, dass ich dann so den Drachenstahl zusammenbrennen kann. Und was ein Problem ist, was mich echt gewundert hat, ich hatte ja in der letzten Folge und vorne am Anfang mit ziemlicher Mühe und Not den Drachen hier angekettet, ne? Und jetzt einfach despawned. Ich weiß nicht, was da abgeht. Ich habe auch schon die Mauern abgerissen. Der war einfach weg. Richtig komisch, überhaupt kein Plan, was da abging. Deswegen, ich will den da unten nicht anketten. Ich will da einfach nur in die Schmiede feuern lassen. Und hoffen, dass ich da die Ketten nicht brauche. Falls ich sie doch brauchen sollte, ist halt kacke. Und mein NPC hier ist auch weg. Ich weiß nicht, was da los ist. Genau, create a forge core. So, hier sind die beiden Drachen-Eier. Sieht schon geil aus. Genau, dann gehen wir jetzt mal darüber. So, das war ja hier unten bei diesem Blumenring. Hier war der Eingang. Ich habe hier auch schon Wasser geplaced unten. Also ich kann da reinspringen. Jupp. So, dann haue ich mir hier auch einen Nachtsichttrank mal wieder rein. Weil ich will jetzt nicht den Stärketrank und so weiter hier noch mit benutzen. So, Nachtsicht regelt. Dann brauche ich jetzt die Blöcke. Das brauche ich nicht. Die Axt brauche ich nicht. Auch hoffentlich nicht die Flöte. dann Kette und so weiter. Und das Zeug brauche ich auch alles mit einem Inf. Ja. Ansonsten brauche ich hoffentlich nichts. Ich habe noch einen OP-Apfel, aber den werde ich auf keinen Fall benutzen. Da mache ich vielleicht das Banner draus oder so. So. Dann können wir jetzt ja einmal gucken. Ich habe hier schon alles ausgeleuchtet. Theoretisch sollten hier keine Mobs spawnen. Aber meint, dass mich ja nichts ärgert. So, das ist ein Weibchen ebenfalls. Oh Gott, hier wimmelt es nur so von Mobs. Shit. Ja, ich muss jetzt hier runter. Erstmal die Viecher hier wegmachen, dass ich da ungestört die Schmiede hinbauen kann. Und dann den Drachen wecken. Der ist... der schläft, solange man nicht zu nah an ihn rangeht, kein Gold abbaut und keine Kisten öffnet.
lange schläft er. So, ich sollte vielleicht mal eine Fackel herholen. Und jetzt muss ich die Schmiede bauen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Den Eingang zum Drachen zeigen. So. So. Schön schlafen. Digga, mein Puls rast gerade anders. Zack, 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 zack. So, das ist jetzt eine Drachenschmiede. Theoretisch kann ich jetzt hier schon Zeugs einpacken. Wenn es gut läuft, kommt jetzt der Drache gleich an und speit hier rein. Jetzt muss ich ihn nur aufwecken. Das ist jetzt der heikle Teil der Mission. Puh. Ja, ich nehme nochmal die Ketten her. Ein paar Baublöcke. Jetzt wecke ich ihn auf und lock ihn her. So. Guckst du. Und jetzt speist du hier Feuer rein. Komm. Komm. Mach Feuer. Komm. Feuer. Oh, nee, nicht mich fressen. Nicht mich fressen. Nein, nicht mich fressen. Nicht mich fressen, habe ich gesagt. Nicht mich fressen. Nicht mich fressen. Du sollst die Schmiede bepowern. Oh, ich bin schon wieder tot. Komm, ich muss dich anketten. Oh Mann, ey. Wenigstens habe ich direkt einen verzauberten Schlüssel. Und ich bin immer noch am Drachen gekettet, alles klar. So, jetzt kann ich ihn aber hier festmachen. So. Und ja, es funktioniert. Er bepowert die Schmiede. Nice. So, jetzt kann ich hier meine Sachen rausholen. Ja. Und er muss jetzt die Schmiede bepowern, weil er so programmiert ist. Hihi. So, wer ist ein Creeper von hinten kommt und mich in die Luft jagt, dann war das scheiße. Oh nein! Junge, bepower die Schmiede. Lass mich in Ruhe. Digga. Ah! Komm ja nicht weg. So, er bepowert die Schmiede. Uff. Jetzt kann ich mein Essen herholen. Oh Gott, baut mich komplett ab hier. Uff. Ich sollte vielleicht doch einen Wassereimer herholen. Ne, die bringt mir nichts. Diese Puppe hält mich nur davon ab, nicht zu sterben durch einen Wither-Effekt. Ich habe noch einen Nachtsichtfang hier, ne? Ja, sehr schön. So. Ja. Okay, also er bepowert komplett die Schmiede. Ah, nein. Jetzt kann ich mich hier drunter so durchbuddeln. Hoffentlich. Ah, nee, ich muss noch ein bisschen tiefer. Oh. Ich gehe noch tiefer. Ich baue über mir zu. So. Oh, shit, ey. Der Drachen ist ja komplett wissen. Oh Mensch. Als ob er das Feuer durch die Blöcke durch mich hitten kann. Ja, ich bin wieder tot, ey. Das gibt's doch nicht. Ich regeneriere aber auch nicht. Was ist das für eine Kacke? Oh Mann, ey. Wo bin ich jetzt? Direkt hier drunter. Oh, 5 sind schon fertig. Nice one. Ja, forged in flame, aber richtig. Oh. Mittlerweile sind wir, glaube ich, schon 98 Abonnenten oder sowas. Also es wird bald Zeit für das Abonnenten-Special. So, hier war mein Weg nach draußen. Ja, Mann. Schön da draußen reiern. Ja, vielleicht schaffen wir mit diesem Video die 100 Abonnenten. Würde mich echt freuen. Ich habe neulich erst ein 50 Abonnenten-Special gemacht. Leute, was ist los mit euch?
Ja, so. So. Kompletten Drachen ausnutzen hier. Was habe ich hier? Gebratenes Froschbein von dem Frosch, der da gerade eben noch stand. Ah ja, okay, jetzt gehen wir nochmal da dran. Nochmal ein paar Ingots ausholen. Das ist noch ein Apfel. So, ran, rausholen. Die ganzen S5 fertig. Ihr seht, wie langsam das Ding sich auflädt hier. Das ist abartig. Ganz schnell wieder raus, ja. Ja, er ist auch angekettet, also er, wenn er hier fertig ist, dann kommt er nicht weiter weg als so. Also er kann nicht die komplette Höhle einreisen. Das macht sein ganzes Ganze nochmal einfacher. Was haben wir hier? Oh shit, jetzt guck, kaum die Truhe geöffnet, ist er wieder auf mich getrackt hier. Und ich glaube, die Truhe ist jetzt auch weg. Ja, zu Asche verbrannt das Ganze. Ich krieg hier unten einfach Schaden. Ich bin komplett woanders. Und er grillt mich einfach tot. Ja, ich habe ein Herz. Egal, ja, das war's komplett. Komm, buddeln, buddeln, buddeln. Ich regeneriere aber auch so gar nicht. Ein bisschen Redstone mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Ja, Digga. Und mein Nachtsichttrank ist aus. Schitte. Oh lol, hier sieht man sogar seine Schnauze. Also hier soll ich mich eher nicht aufhalten. Und er hittet mich wieder. Ja, er hat es komplett aufgerissen bis nach hier hinten. Junge. Wieso regeneriere ich denn so langsam, ey? Ich könnte dieses Scroll benutzen, mich heimteleportieren und einen Feuerresistenztrank machen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. Beziehungsweise, nee, ich habe noch einen in der Inner Chest. Never mind. Nein, sag jetzt nicht, ich habe ihn rausgemacht. Habe ich genug Zeug für einen Feuerresistenztrank? Nicht zufällig irgendwo rumliegen. Hier ist noch ein Golden Apple. Ja! Den esse ich jetzt direkt mal hier, komm. Ich habe bei Snacks, glaube ich, auch noch Golden Apple dabei. Ja, 6 Stück. 2 Goldkarotten. Und Stärke. Und den da. So, nehme ich hier ganz geschwind noch die Ender Chest wieder mit. Silk Touch. So, mitgenommen. Er hat es ja bis jetzt aufgerissen. Jau! Ich muss weiter weg, ey. Er ist da oben und fliegt einfach. Was ich jetzt noch machen kann, ist noch weiter runter buddeln und von noch weiter unten an die Schmiede ran. Also zumindest versuchen. Wo bin ich denn jetzt? Ah, schon an der Schmiede durch. Okay, die Schmiede ist hier ungefähr. Junge! Ja, da ist die Schmiede. Ich
komme nicht an die Schmiede dran. Hey, ich glaub's nicht. Der Drache ist komplett am Ausrasten. Ah, Digga! Ey, das ist ja wahnsinnig. Einen wilden Drachen einfach in der Schmiede benutzen, also der kompletter Wahnsinn. Ich mach den aus der Offhand, dass ich auf die Schmiede zugreifen kann. Jetzt ist mal wieder alles in Flammen. Komm, Rechtsklick, ja, nochmal 9. 4 Stück noch. Puh. Aus. Lol, mein Helm ist fast kaputt. How? Oh, Judas. 39. Wenn meine Rüstung dadurch kaputt geht, dann bin ich aber raus. Das ist überall Dirt, natürlich. Ja, pff. Wenn ich den ausziehe, kriege ich halt noch mehr Damage, wenn ich da wieder reinrenne. Uff. Beziehungsweise, weißt du was? Ich hole den ganzen Kram. Ich weiß nicht, soll ich es riskieren, dann nochmal reinrennen einfach? Er speit kein Feuer mehr. Okay, das heißt, die Schmiede ist durch. Und ich kann hinrennen. Oh, scheiße. Egal, komm, YOLO. Ich kann hier nicht springen. Hallo. Egal, ich bin tot. Weil ich nicht... Wieso zum Fick kann ich mich nicht bewegen? Digga, was ist das? Oh mein Gott, ey, zum zweiten Mal tot einfach. So, jetzt gehe ich aber erst zur Schmiede, solange er mich nicht sieht. Ich kann hier nicht... Oh, was ist das? Alles verbrannt hier. Hier rumparkouren. So, die letzten 4 nehmen wir raus. Gehen wir hier lang und ziehen durch. Schluck, weg bin ich. So, meine Freunde, also ich bin jetzt hier gerade auf dem Weg nach oben. Ich will jetzt einmal im Spectator-Mode. Im Spectator-Mode mir die Höhle anschauen, wie die jetzt aussieht. Also der Drache ist hier angekettet. Er hat die komplette Wand zerrissen. Ich habe mich hier nach hinten gebuddelt, hat er komplett aufgesprengt. Ich habe mich hier nach hinten gebuddelt, komplett aufgesprengt. Ich habe mich hier unten hoch gebuddelt, alles komplett gesprengt. Ja, ist ja nicht mehr normal. Also wenn ich ja dann mit Niklas hingehe, dann kann der was erleben. Wie viel AP hat der noch? Ja, voll. 185 Herzen, muss los. Juhu, das war was. Also jetzt craften wir uns die Rüstung. So. Okay, also. Dann... machen wir uns jetzt die Rüstung. Puh. Das war jetzt ziemlich hart. Ich muss unbedingt an die Skelett haben. Das sind meine Sachen wieder auftanken hier. So. Einmal sortiert und... ja. 2 Tode. Wie viel habe ich jetzt? 16 insgesamt, meine Güte, ey. Naja, ich muss kurz mein Inventar leer räumen hier. So. Da ist sie, die Rüstung. Können wir einmal craften. Die Hose, den Helm, die Chestplate und die Schuhe. Nice. Und jetzt haben wir noch 14 übrig. Jetzt kann ich mir ein paar Wither-Knochen ranholen. 4 Stück haben wir. Das reicht für das Schwert. Zack, 25 halbe Herzen. Das hier macht schon 12,5. Also das ist gerade nochmal das Doppelte und das One-Hit ist schon alles. Ach du Kacke. Dann die Pickaxe. Und jetzt habe ich nur noch ein Wither Bone, dann habe ich Draconic Evolution, ja, aber richtig. Hier habe ich noch irgendwo ein Wither auf einer
da zwei Buddha-Skelette. Die kann ich jetzt mal wegnapfen mit Looting 3 auf meinem Schwert hier. So, du gibst mir jetzt noch einen Wunderbone, sehr schön. Und dein Companiero hier auch, wunderbar. Na, natürlich ein Wunder-Effekt, aber hier beim Beat macht uns nichts. So, Pickaxe haben wir, das Schwert haben wir. Dann machen wir uns auch die Axt, die sieht auch absolut geil aus. 27 halbe Herzen, ey, die geht richtig ab. Okay, gut. Ja. So, meine Freunde, hier ist der eiserne Thron. Und hier ist jetzt der Armor Stand, an den ich meine alte Rüstung packen werde. Die Silky Peel Touch, zusammen mit dem Flame Dragon Bone Sword und der Axt, die ich jetzt hier ersetzt habe. Ich werde auch noch die anderen, die Schaufeln, na, die werde ich vielleicht sogar lassen, noch ersetzen, weil dieses Drachenstahl ist halt verdammt teuer. Und die Fortune Pickaxe werde ich vielleicht auch noch ersetzen. Jo, so viel dazu. Und die alte Rüstung hat jetzt ausgedient. Zack, 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 zack. Die kann ich jetzt hier anlegen. Ja, ich habe eine Unterhose an, ich weiß. Zack. Ja, und die Elytra ist sogar auch noch dran, weil es eben die Chestplate ist, die kombiniert wurde. So, ich stehe hier in Unterhose. Bam, 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 bam. Volle Drachenrüstung. Drachenstahlrüstung. Drachenschwert. Blazebow aus dem Texture Pack. Geil. Oder auch die Axt. Guckt euch diese Axt an. Das ist einfach nur noch mächtig. Bam. Verneigt euch. Das ist wahnsinnig. Das war jetzt ein ziemlicher Kampf mit dem Drachen. das kann man sagen. Und ja, was ich jetzt noch machen werde, ist eine Elytra ranholen. Die packe ich mir dann hier rein. Ich habe neulich mal so eine End-Raiding-Tour gemacht. Und deshalb habe ich einen Haufen Elytras in der Schalker-Box noch. So, dieses hier im OP-Stuff. Oh, meine Fast-Trail-Taste. Deaktiviert? Ne. So, jetzt. Zack, hier sind auch noch ein Haufen Elytren, keine Ahnung. Mehrzahl von Elytra halt. Die noch drinne. So, OP-Stuff kommt in die Ender-Chest. Die kann ich jetzt im Amboss auch umbenennen, da ich dieses eine Texture-Pack drinne habe. Und ich würde sie Phoenix Wings nennen. Phoenix Wings. So, und die kann ich jetzt im Crafting Table einfach einmal durchcraften. Muss mal hier wegwenden. Dann bekomme ich. Ah, die verliert dann ihr Ding. Och, kacke. Echt jetzt? Ist ja mager. Kann ich die dann jetzt umbenennen? Geht das noch mit denen? Nö, es geht dann nicht mehr. Och, Mensch. Okay, aber die kann jetzt in den Bubble Slot. Das heißt hier rein. Schluck. Und jetzt habe ich sie auf dem Rücken. Okay, sie ist immer noch so weiß wie davor. Sieht wahrscheinlich daran. An meinem Texture Pack, das sind ja die Elytra-Texturen random. Und ich habe halt die, weiß ich ja, für meinen Spieler wurde halt zufällig ausgewählt. Ist halt so. Ich meine, Engelsflügel, why not? Ist noch voll cool. Voll geil. Ja, nice one. Okay, da hätten wir jetzt die Elytra hier im Bubble-Slot drinne. Wunderbärchen. So, unser krasses Schild ist auch am Start. Dann würde ich jetzt sagen, suchen wir uns einmal einen Mob, was wir one-hitten können. Beziehungsweise, nee. Das brauche ich nicht. Ich weiß jetzt, wie krass ich bin. Ich habe mega viele Rüstungspunkte. Hier ist die alte Rüstung, hier ist auch die Krone. Hier ist auch von dem Piratenschiff, was ich da neulich hatte, noch Zeug. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war eine mega krasse Folge für mich. Der Drachenkampf mit der Schmiede da war echt intens. Die anderen zwei Drachen waren jetzt nicht so schwierig. Die Aufnahme geht schon wieder ewig. Morgen ist Montag. Geil, jetzt ist genau 22 Uhr. Also, ab ins Bett. Nee, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute.